Vor gar nicht allzu langer Zeit hatte ich mal die Vermutung geäußert, dass die Fortsetzung zu Godzilla vs. Kong, die aktuell noch unter dem Arbeitstitel Origins steht, niemand geringeren als den Antagonisten Space Godzilla beinhalten wird. Diese Theorie verdichtet sich nun immer mehr, beziehungsweise gibt es immer mehr Gerüchte, die genau dieser Theorie folgen. Meine Theorie dabei will ich dir jetzt hier mal in dem Video erklären. Aus diesem Grund macht es einfach nur Sinn, dass Space Godzilla der nächste Gegner von Kong und Godzilla werden wird. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Die Geschichte von Space Godzilla ist ein bisschen komplexer. Dazu hatte ich, als ich ganz frisch mit YouTube angefangen hatte, mal ein Video gemacht. Das habe ich dir jetzt mal hier oben verlinkt, da kannst du gerne mal draufklicken. Es ist eine Origin-Geschichte von Space Godzilla, die wirklich, naja, Trash ist. Und Godzilla ist ja auch bekanntlicherweise nicht unbedingt abgeneigt, trashig zu sein. Die ganze Geschichte läuft ungefähr so ab, dass Mothra bestimmte Zellen von Godzilla aus Versehen mit ins Weltall trägt. Diese Zellen gelangen dann in ein schwarzes Loch und daraus entsteht dann im Endeffekt Space Godzilla. So kann man das Ganze, glaube ich, grob zusammenfassen. So ist zumindest der Hintergrundgedanke, wie Space Godzilla entstanden sein könnte. Warum es nun Sinn macht, das nur eben in die moderne Zeit zu verfrachten, ist relativ simpel, denn wir wissen ja, dass das Monsterverse im Anmarsch ist und sämtliche Monsterverse-Filme bis zu diesem Video, also bis jetzt, bis heute gibt es davon 4 Stück, Kong Skull Island, Godzilla 2014, King of the Monsters und Godzilla vs. Kong. Diese 4 Filme haben immer wieder bestimmte Informationen über die Kaijus gestreut, über den Mythos der Kaijus. In Kong Skull Island lernen wir unter anderem, dass sich die sogenannten Skullcrawler in einem hohlen Bereich zwischen eben der Insel Skull Island und der Hollow Earth befinden. In Godzilla vs. Kong gehen wir dann auf diese Hollow Earth ein und erfahren, dass es mal einen Kaiju-Krieg gegeben hat zwischen den Godzillas und eben auch den Kongs. Und in Godzilla King of the Monsters lernen wir auch, dass Ghidorah, naja, nicht einfach nur ein Kaiju ist, sondern ein ganz besonderer Kaiju, denn Ghidorah kommt nicht von der Erde. Ja, das ist auch in der Originalgeschichte von Ghidorah so und es wird auch in der Monsterverse-Variante ebenfalls nochmal angesprochen. Ghidorah hat ebenfalls in Godzilla vs. Kong eine Rolle gespielt, denn auch hier wurde mit der, naja, übrig gebliebenen DNS, quasi mit dem Gehirn von Ghidorah, weitergearbeitet und dann quasi der Mecha-Godzilla erschaffen. Man hat hierbei eigentlich mehr oder weniger Ghidorah einen Metallkörper gegeben. Und das wurde dann später auch Ghidorah, weil Ghidorah dann die Kontrolle über diesen Mecha-Godzilla-Körper übernommen hat, eben nur in einem anderen Körper. Ghidorah scheint also hier auch für die Macher eine sehr wichtige Rolle zu spielen. Und ja, in der Regel geht man ja auch davon aus, oder in der Regel behauptet man ja auch, dass Ghidorah so der Erzfeind von Godzilla ist. Das, was der Joker zu Batman ist, ist Ghidorah zu Godzilla. Deswegen würde es hier Sinn machen, auch in einem Prequel zu Godzilla vs. Kong, was wir ja 2024 erwarten können, auf diese Geschichte einzugehen, also auf die Geschichte zwischen Ghidorah und Godzilla. Die beiden sind und bleiben Erzfeinde und ja, wir wissen ja, Ghidorah ist immer noch nicht so ganz vom Tisch, denn wir haben ja am Ende von King of the Monsters gesehen, dass Monarch noch einen Kopf von Ghidorah beherbergt. Demnach existiert also auch noch DNS von diesem Ghidorah. Ebenfalls wissen die Menschen seit King of the Monsters, dass Ghidorah nicht von der Erde stammt und aus dem Weltall kommt. Was wäre nun also ein logischer Schritt, nachdem wir in Godzilla vs. Kong die Hollow Earth, also unseren Planeten, weiter erforscht haben? Richtig, wir gehen auf die Suche nach dem Ursprung von Ghidorah. Die Menschen könnten sich also genau aus diesem Grund ins Weltall begeben und eben versuchen herauszufinden, wo Ghidorah wirklich herkommt. Dabei würden sie dann eben ins Weltall gelangen und aus Versehen DNS von Godzilla mit ins Weltall tragen. Das heißt, wir ersetzen hier quasi einfach nur Mothra gegen die Menschen, die eben ins Weltall fliegen, um zu schauen, wo Ghidorah eigentlich wirklich herkommt. Ob man das Ganze auch im Monsterverse dann mit einem schwarzen Loch lösen könnte, ich glaube, da gäbe es wahrscheinlich clevere Methoden. Aber so könnte Godzillas DNS auch hier ins Weltall gelangen und dann eben dafür sorgen, dass Space Godzilla auftritt. Denn im Film Godzilla vs. Kong sehen wir auch in einer Steintafel unter der Erde, wie, naja, auf der einen Seite die Kongs und auf der anderen Seite die Godzillas stehen und beide aber nach oben gucken und von oben eine weitere Kreatur herunterzukommen scheint, die eben auch sehr stark nach einem Godzilla aussieht. Da muss ich aber sagen, ich glaube nicht, dass das hier Space Godzilla ist, weil Space Godzilla ist ja keine Spezies. Der ist ja quasi ein Unfall, der eben passiert ist und den gibt es ja auch nur ein einziges Mal. Deswegen weiß ich nicht, ob man das Ganze dann so zusammenpacken könnte. Es sei denn, man erzählt die Geschichte wirklich so plump und sagt eben, ja,
Auf dem Planeten, von dem Ghidorah kommt, kommen auch andere Kaijus oder Kaijus kommen vielleicht generell von einem anderen Planeten und haben sich dann nur in der Vergangenheit auf unserem Planeten eingesiedelt. So würde dann auch der Arbeitstitel Origins, also Ursprung, einen Sinn ergeben, denn so müssten wir die Mythologie der Kaijus weiter erforschen und weiter in die Vergangenheit rücken. Ich gehe also ganz stark davon aus, dass wir in Richtung Space Godzilla gehen, denn es würde einfach nur Sinn machen, dass wir nun auch mal nach oben schauen und gucken, wo kommt Ghidorah einfach wirklich her, und dabei könnten wir eben, wie gesagt, dann wirklich auf Spuren der Kaijus treffen und dann merken, dass die vor Millionen von Jahren durch das Weltall auf unserem Planeten gelandet sind und dann eben den Planeten eingenommen haben und dann irgendwann auch wieder ausgestorben sind, Kriege geführt haben, alles drum und dran. Man würde dann damit von der Toho-Geschichte natürlich sehr stark abweichen, aber warum auch nicht? Man muss natürlich auch versuchen, mit der Zeit zu gehen und vielleicht eine etwas plausiblere Geschichte für das Monsterverse zu erfinden. Wie ist deine Meinung zu dem Ganzen? Kannst du meiner Idee dahinter folgen? Macht das irgendwie Sinn? Schreib es mir auf jeden Fall in die Kommentare. In diesem Sinne bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche dir was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.